Wie schwer ist eigentlich der Industriemeister? Darüber sprechen wir in diesem Video. Vielleicht interessierst du dich für den Industriemeister. Du möchtest diese Qualifikation erwerben: Industriemeister Metall, Industriemeister Elektrotechnik. Und jetzt stellst du dir die Frage: Wie schwer ist das eigentlich? Schaffe ich das? Ist das super schwer? Ist das super leicht? Ist das machbar? Und um diese Frage zu klären, schauen wir uns erstmal den deutschen Qualifikationsrahmen an, beziehungsweise den europäischen Qualifikationsrahmen. Jetzt sind wir mal ins Internet gegangen und haben mal den deutschen Qualifikationsrahmen gegoogelt und kommen hier auf die Seite von der IHK Hamburg, ja, Handelskammer Hamburg. Was sehen wir hier? Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Hier sehen wir schon ein Bild. Ich zoome noch mal ein bisschen ran mit diesem deutschen Qualifikationsrahmen. So, hier siehst du DQR. Das Ganze hat 8 Stufen. Du siehst hier unten, das Ganze beginnt mit einer Berufsausbildungsvorbereitung. Ja, das ist noch keine Berufsausbildung, das ist nur eine Vorbereitung. Dann geht es weiter mit Einstiegsqualifizierung und Berufsfachschulen. Dann kommen Ausbildungsberufe, das ist Stufe 3, zweijährige. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Fachlagerist. Dann kommt dreijährige Berufsausbildung oder dreieinhalbjährige. Das ist sowas wie ein Industriemechaniker. Dann kommt Stufe 5, sowas wie ein Servicetechniker. Und jetzt kommt der Industriemeister. Hier siehst du, steht schon Industriemeister. Und da steht gleichrangig mit Bachelor. Das heißt, das ganze Ding hier, die Stufe 6, heißt Bachelor Professional. Darunter fällt der Industriemeister, der Fachwirt oder der Fachkaufmann. Dann gibt es sogar noch eine Stufe drüber. Das ist dann ein Masterabschluss, beziehungsweise das ist gleichrangig mit dem Masterabschluss. Das wäre dann sowas wie ein technischer Betriebswirt. Das ist dann Master Professional. Und ganz oben gibt es dann die Promotion Stufe 8. Das ist, wenn man dann einen Doktortitel hat. Und der Industriemeister, der ist auf der Stufe 6 hier. Das ist diese Stufe hier. Das heißt, wir sehen, der Industriemeister ist gar nicht so tief in dieser Pyramide, sondern eher sogar ziemlich weit oben mit Stufe 6. Was heißt das jetzt für dich? Jetzt ist der Industriemeister auf der Stufe 6 von 8. Bedeutet, der Industriemeister ist jetzt nicht wirklich ein Spaziergang, wo man sagt, okay, kann jetzt jeder und ist sehr einfach. Bedeutet aber auch nicht, dass es unmöglich ist. Das heißt, mit dem richtigen Partner an deiner Seite, damit meine ich die richtige Meisterschule, wirst du den Industriemeister schaffen. Ja? Das heißt, grundsätzlich brauchst du gar keine Meisterschule, um den Industriemeister zu machen. Es gibt laut Prüfungsordnung so ein paar Voraussetzungen. Eine ist beispielsweise, du brauchst eine abgeschlossene Berufsausbildung in dem Berufszweig. Das bedeutet, wenn du Industriemeister Metall machen möchtest, brauchst du eine Berufsausbildung, irgendwas mit Metall. Möchtest du Industriemeister Logistik machen, dann brauchst du eine sowas wie Fachkraft für Lagerlogistik, so eine Ausbildung. Und wenn du die Ausbildung nicht gemacht hast, dann brauchst du mindestens 4 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, du siehst hier, laut Prüfungsordnung ist der Zugang eigentlich allen ermöglicht. Das ist kein Problem. Du brauchst keine Meisterschule, du kannst das ohne Meisterschule machen. Aber es macht schon Sinn, sich eine Meisterschule als Partner zu holen, weil eine Meisterschule, wie zum Beispiel die Bildungsfabrik, wir sind darauf spezialisiert, den Kunden, also dich, durch die Prüfung zu bringen. Das ist unsere Aufgabe und dafür zahlst du dementsprechend auch die Kursgebühren. Lass uns mal über das Thema Vorkenntnisse sprechen. Wie fit musst du sein? Es schadet nicht, wenn man gerade im Thema Mathe jetzt nicht gerade so eine Vollniete war. Auch da gibt es Mittel und Wege zu sagen, okay, man kann über Nachhilfeeinheiten einen da nochmal auffrischen. Also Mathe ist so ein kleines Thema. Der Rest schaffst du eigentlich mit der Berufserfahrung ganz gut. Also hier sehe ich besonders bei den Personen, die Berufserfahrung haben, einen großen Vorteil gegenüber den Personen, die keine Berufserfahrung haben. Warum? Du kannst einfach viel mehr aus deinem beruflichen Leben an Erfahrungen, an Erkenntnissen rausziehen. Wenn jemand gerade erst aus der Ausbildung raus ist, ja, man sagt dann ja, der ist noch im Lernen drin, der weiß noch, wie man lernt. Klar, die haben zwar einen Vorteil zum Thema Lernen, aber das ist dann alles sehr, sehr theoretisch, weil einfach die Berufserfahrung fehlt. Ja? Deswegen haben Personen, die etwas länger schon arbeiten, einfach einen deutlichen Vorteil, weil sie sehr viel aus ihrer Berufserfahrung ziehen können. Das heißt, Mathematik ist eine kleine Hürde, die ist aber machbar. Das ist das Fach NTG. Das kriegt man gemeinsam gelöst. Ansonsten Berufserfahrung ist ganz wichtig.
Und ja, wie schwer ist der Industriemeister? Es ist und bleibt einfach ein subjektives Empfinden. Der eine sagt, es ist total einfach, manche machen danach weiter, die gehen danach noch weiter studieren. Für manche ist der Industriemeister schon High-End und der Endgegner und die sind froh, wenn sie den Industriemeister schaffen und sagen, danach mache ich nie mehr Schule. Letztlich kann es dir keiner genau sagen, wie das für dich sein wird. Das Einzige, was wir sagen können, ist, mit der richtigen Meisterschule, mit der Bildungsfabrik bringen wir dich durch den Meister, wir machen dich zum Industriemeister, ist kein Problem. Wenn du jetzt Interesse hast und willst wissen, ja, wie kann das für mich aussehen, melde dich doch bei uns auf www.bildungsfabrik-online.de. Wir nehmen mit dir Kontakt auf und führen schon bald ein persönliches Gespräch. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Video. Ciao.